Hallo ihr Lieben, willkommen zu Türchen Nummer 4. Wir gucken uns das digitale Horror-Brettspiel Fury of Dracula, die digitale Edition, an. Wir sind tatsächlich neu, das heißt, wir müssen das Spiel erst üben. Es gibt es leider nur auf Englisch momentan. Ich hoffe, wir kommen trotzdem klar. Ja, wir können Local Game oder Learn to Play, wir müssen erstmal lernen, wie gesagt. Ich habe noch keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Ich wollte es letztens schon mit Standi spielen, aber wir mussten dann merken, dass ja man sich doch erst vielleicht das Tutorial angucken sollte. Deswegen gucken wir mal. Wir lernen die Basics. Dachte mir, das macht sich vielleicht ganz gut, mal einfach so ein Tutorial sich davon anzugucken. Das kam auch, glaube ich, dieses Jahr raus. Ich habe den Key vom Entwickler geschenkt bekommen. Und es soll jetzt auch schwer sein, laut Standi. Welcome to Fury of Dracula. One versus many game of gothic horror and hidden evil. Klingt doch gut. Four vampire hunters, also Vampirjäger, use their powers of deduction to chase the elusive Dracula across Europe and those in his reign of terror. Also Dracula wird von den Vampirjägern gejagt. Dracula will use hidden movement to avoid the hunters whilst laying deadly traps and spawning new vampires along his trail. Also, der legt Fallen, tödliche Fallen. Und ja, unterwegs macht er auch ein paar Vampirchen. The hunters win if they find and destroy Dracula before his influence angers Europe. Also, wir haben gewonnen, wenn wir Dracula vorher zerstören, bevor sein Einfluss zu groß ist auf Europa. Dracula gewinnt, if he accumulates 13 influence points. Wo stehen die? Da sehen wir bestimmt noch. By creating new vampires and defeating the hunters. Also er kriegt Punkte, wenn er neue Vampire kreiert und Jäger besiegt. The game is played over a series of rounds, with each round having a hunter phase. Followed by Dracula phase. Okay. Schlimm, wenn man Englisch und Deutsch mischt. Each Hunter Phase contains Jeder Jägerphase contains both a day and a night, also ein Tag und eine Nacht. Where the Hunters can perform different actions. Sie können verschiedene Sachen machen. Und während der Dracula-Phase wird er sich durch Europa bewegen und Terror hinterlassen. Schön. Wenn er reist, Dracula leaves behind a trail with the hunters can discover. Okay, der hinterlässt Spuren, denen wir folgen können. Check out the rest of our tutorials to learn how to play this game or the in-game manual for more advanced rules. Ach so, okay, ja, gerne. A good hunter needs to understand their tools, also unsere Werkzeuge. So, in this tutorial we go through all the information the game will present you with. Sehr schön, jetzt wird's interessant. This is the game board. Das da. It is split into 7 regions. Also wir haben 6 Regionen. Die da. Austro-Anglia, Baltica, Britannica, Gallia, Germany und Iberia und Italia. Okay. Select a starting city for Lord Goldeming. Wir müssen aussuchen, wo wir starten. Ja, Paris ist doch schön, oder? Kann ich das jetzt hier... So. All cities are connected by roads. Straßen. The red lines. Ach, die da. And railways, the white and yellow strip lines. Okay, Züge und Straßen. Select a starting city. Ja, will ich doch. Die da. Cities that are one on the coastline are ports. Also das sind Häfen. They are represented by blue roof. Also blau Häfen am Wasser. The camera zoom button honors the selection of the camera. Ja, okay. When in automatic mode, the camera will change base. Okay. Also die geht dahin, wo der Spieler etwas macht. Wenn in Zoomed-In-Mode, the camera will remain close to the character. Okay. Das können wir auswählen. This is the Action Bar. Die da. Da können wir alle Aktionen uns anschauen. Ab hier ist also Pause. We can access settings or exit the game. Also wenn wir hier dran sind, ist das Spiel pausiert. Oder hier machen wir Pause, wie auch immer. So Move Action allows you to move across the map. Da können wir uns bewegen. Mit Boot oder sonst wie. The Pass Action ends the current hunter's turn with no further effects. Okay, da passiert nichts. Reserve Ticket Action draws a train ticket, which you need to use trains. Also wenn wir einen Zug benutzen wollen, brauchen wir ein Ticket. Hier können wir ausruhen und unser Leben regenerieren. Das ist da wahrscheinlich hier. Ach, da ist hier der Lord Goldeming. Toll. The Search Action reveals in a counter card if the search location is on Dracula's trail.
Special Action activates a Hunter Special Ability, also eine besondere Fähigkeit des Jägers, and allows a Hunter to use cards from the hand. Also wir haben Karten, hier seht ihr schon. Das ist ein Kartenbrettspiel. The Supply Action draws Event and Item Cards for you to use. Also es gibt Event- und Item-Karten. The Trade Action allows you to trade items between Hunters in the same location. Wir können mit anderen Jägern tauschen. This is a current Hunter's Hand Area. So any cards and tickets you have collected will be kept here. Also da sind alle Karten, die wir schon haben. This are item cards. These cards are useful tools that the Hunter can use to balance the odds in their favor. This are events, also hier Item, da Eventkarten, haben wir gerade keine. They represent events in the game that happen during the Hunt. Da können Events während des ganzen Spiels passieren. Most Hunters can only hold a maximum of drei Item und drei Eventkarten in der Hand. However, Dr. John Seward's ability increases a maximum of 4 of each. Okay, Dr. John kann, dass man 4 hält, halten darf. Dracula cannot see your items, er sieht es nicht, was wir haben, unless you have been bitten. Außer wir wurden gebissen. You must reveal one card per active bite. Okay. Unfortunately for Mina Hawker, who always has one bite, she must always have one card to wield. Wo ist denn die Mina? You can view each Hunter's character card by selecting the name shown below their portraits. Okay, da ist Dracula. Sieht auch ganz schön böse aus. Und das hier sind die 4 Jäger. 2 Frauen, 2 Männer. So, okay, das ist doch gar nicht mal so schwierig bis jetzt. This is the game clock, which shows what the current phase is as you play. Also wir haben Montag und Tag, würde ich sagen. Notice that as phases change, so does the look of the game. Spooky. Also andere Phase, so sieht das Spiel ein bisschen anders aus, okay. Ah, schön. Schön, tatsächlich. Schönes Detail. Ja, es gibt Dawn, Day, Dusk, Night and the Dracula Phase. Das war wahrscheinlich gerade, als er so rot war, oder? Also düster. The Day and Night, die Tag- und Nachtphase, also only phases in which the Hunters may make actions. Ah, wir können Tag und Nacht was machen. During the Dawn and Dusk Phase, the Hunters fight with Dracula if he is revealed. Oh, da bei Sonnenaufgang und Untergang kämpfen wir mit Dracula. Dracula Phase is Dracula's Turn. Ja, Dracula kann bei Dracula-Zeit was machen. The Game Clock also shows a current level of despair, which is equal to the number of weeks that have passed. Oh, das sieht böse aus. Gut. Time to learn how to set up a game of Fury of Dracula. The first phase of the game is the setup phase, which we'll go to now. Also erstmal wird alles aufgebaut wahrscheinlich. During this phase, all Hunters and Dracula are placed on the board. Also alle werden platziert. Characters are always placed in this order. Okay, also das ist die Reihenfolge. Also, wir fangen an, die Hunter mit Goldaming fängt es an, irgendwo hinzusetzen. Darf ich mir das tatsächlich aussuchen? Dann würde ich hier hingehen. Achso, ich muss aber eine Highlighted-Dings nehmen. Also das hier zum Beispiel. Bordeaux sind wir jetzt, ne? Dann kommt der nie. Ach, ich darf gar nicht aussuchen. Och, Menno. Huch, was ist das denn jetzt? So, im Bari. Van Helsing! Oh mein Gott, wir haben Van Helsing dabei. Muss ich den jetzt auch hier hinsetzen? Kann ich doch woanders hin? Ich weiß es nicht. Zürich kommt jetzt Van Helsing hin. Jetzt noch die. Ach, ich kann doch aussuchen, ne? Ich dachte irgendwie gerade, ich könnte es gar nicht. Ja gut, die sind jetzt natürlich ganz schön nah hier. Dann setze ich die mal nach Alicante. This game Dracula is controlled by the AI, so he will be placed... Okay, also der wird von der KI gespielt und wird irgendwo hingesetzt. Once everyone has been placed, the game can begin. So, jetzt geht's los, theoretisch. Weil jeder platziert wurde. Weiß ich aber nicht, ob wir jetzt tatsächlich spielen. Welcome to the first game round. One round consists of all... Ja, alle 5 Phasen. As a hunter, your aim is to find and defeat Dracula. So, let's get moving. Oh, jetzt stehen die Figuren aber anders, ne? Nicht so, wie ich sie gesetzt habe. Naja. Gut, wir sollen bewegen. There are 3 options for movement. Carriage, train and boat. Carriage is movement by road and you can only travel on space at a time. Roads are the red lines between cities. Also, Zug, Boot oder halt, ja, wahrscheinlich mit irgendwelchen Verkehrsmitteln. Train allows movement by railways, but requires a way ticket. Your way ticket will detail how far you can move and which railways
Railways, you can travel. Yellow, white or either. Okay, da brauchen wir Tickets. Boat allows travel to from and between sea regions. You can only move to sea region from port. Gut. Since Dracula is on land, let's move by road. Select the carriage option from an action bar. Also, das ist die Kutsche hier tatsächlich. Was süß. Notice how all the possible locations you can move to are highlighted. Ja, also überall, wo ich hin kann, ist highlighted. Hier sind die roten Straßen gerade, die ich nehmen kann. Select one of the highlighted locations to move. Es soll jetzt wahrscheinlich dahin. Das war jedenfalls highlighted. Great, you have taken your first step in the Hunt of Dracula. Sehr schön, der erste Schritt ist gemacht. Hunters can only move during the day phase, unless a card effect states otherwise, and moving is the only way to find Dracula. Choose your path wisely. All hunters are human controlled in this, also alle Jäger sind gerade Menschen kontrolliert, von mir. So let's repeat this action for all the other hunters. Dr. John Stewart is next. Also ich muss alle steuern tatsächlich und bewegen gerade. Moves the carriage option from the action bar in one of the highlighted look. Ja, ich will ja. Achso, Entschuldigung. Upsa. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich weiß es halt gar nicht. Weiß ich denn schon, wo Dracula sich rumtreibt? Ich glaube nicht, oder? Ich kann gerade leider auch nicht rauszoomen. Ich würde gerne. Gut, Van Helsing. Wo wollen wir hin? Und das ist gar keine Frau, ne? Das ist ein Mann. Das sah irgendwie, das sah vorhin auf dem Bild irgendwie wie eine Frau aus. Entschuldigung. Sorry. Ja. Kann scheinbar nur dahin. Und jetzt noch Mina Harker. Also Van Helsing kennt man natürlich, aber kennt man auch die anderen Namen? Das wüsste ich jetzt tatsächlich gerne mal. Irgendwie kann die sich nicht bewegen. Achso, ich muss erst auswählen. Da. Hallo? Geht das nicht? Hm, irgendwie wollte sie gerade nicht. Once all the hunters have acted, the phase change to the dusk phase. Since Dracula is hidden and no hunters has any event cards, the game focuses straight to the night phase. Okay, der ist noch versteckt, ne? Oder ist das hier Dracula? Nee. During the night phase, hunters can make another action, however you cannot move during the night. Since we cannot move, we should prepare for the next day phase. A raid ticket will allow us to move faster and cover more ground. Okay, wir brauchen ein raid ticket. Reserving a ticket... Huch. Ja. Gut, wir haben Tickets gezogen. Okay, man kann nur... Moment. The maximum tickets you can have at any time is 2. Reserving more tickets than you can hold will require you to discard one before drawing a new one. When we eventually find Dracula, we will need tools to defeat him. We can prepare for this by gathering some supplies. Okay, wir brauchen Sachen, um den dann auch zu, ja, sagen wir mal, zu besiegen. Supply option. Chartered carriage. Huh. Da geht's einfach weiter. Just like with Ray tickets, Lord Godalming gets to draw an extra item card when supplying. Hunters can only hold, ja, 3 Item und 3 Eventskarten, das wussten wir schon. Und der kann 4, wenn er seine Fähigkeit nutzt. If a hunter draws more items or events, then they can hold, then they must discard some cards of their choice. Okay, dann müssen wir die zerstören. Each hunter will need their own tools. Let us supply with Van Helsing. Choose the supply option. Garlic. Oh, wir kriegen Knoblauch. Oh, was passiert jetzt? This time you have drawn a Dracula event card. These are event cards with a red bat on the back. When drawn in the night phase, this go directly to Dracula, who can use them against the hunters. However, if you draw a Dracula event a card during the day, it is discarded. So be careful when supplying during the night phase. Okay, also der kann die in der Nachtphase nutzen gegen uns. Let's choose an action from Mina Harker. Auch supply. Oh, die kriegt einen Flock. Schön. Schön, schön, schön. Money Trail. The final phase of a round is the Dracula phase. Ja, der kommt als letztes. Und der macht jetzt seine Sachen. Schauen wir mal. Oh, it's move. Okay, der muss sich immer bewegen. Dracula has completed this turn. It rolls into a new day starting at the dawn phase. Okay, like dusk. Event cards may be played. And if Dracula has moved to a location with a hunter combat will start. Also wenn der uns erwischt, dann kommt ein Kampf. Ja, das war so die erste Runde tatsächlich. Dann geht's weiter. Geht ja schnell, Mensch. Das Tutorial ist so schnell abgehakt hier. Finde ich jetzt doch gar nicht so schwierig auf den ersten Blick, muss ich ehrlich sagen. Ja gut, wenn die ganzen Karten noch kommen, schauen wir mal.
As Dracula moves around the board, he leaves a trail of hideouts in up to 6 locations. Also wir können 6 Spuren finden. Also an verschiedenen, an 6 verschiedenen Orten. In order to find him, we must find this location and follow this trail to Dracula. Okay. Das dürfen wir tatsächlich auch jetzt machen. Schön. Also den finden. Dann, wo ist denn der Typ hier? Moment. Now select, achso. Ich vergesse es immer wieder, dass man hier noch auswählen muss. Gehen wir auch mal hier unten hin. Geht das nicht? Ich versuch's gerade, aber es geht nicht. Das scheint zu gehen. Okay, warum, weiß ich noch nicht so ganz genau. Also ich sehe die Zahlen, aber ich weiß gar nicht, wie viele Zahlen ich habe tatsächlich. Also, ich zeige euch gleich, was ich meine. Oh, we have discovered a location on Dracula's trail. The closer the location revealed is to the first slot leftmost, the closer we are to Dracula. Dracula is always at the first location on his trail. Rail? Was? Trail. And may not move back across any location currently on his trail. So, by knowing where he has been, we can work out where he's going. Also, wenn wir wissen, wo er war, wissen wir auch wohin. Let's see if we can find any more hideouts. Let's move, Doktor. Gut. Aber wo sehe ich denn jetzt die, das, was wir gefunden haben? Oh, guck mal, die wurde echt schon gebissen hier, ne? Oh je. Sehe ich jetzt dahin? Ich bin mir nicht sicher, wo ich jetzt hin soll tatsächlich. Weil ich gar nicht weiß, wo ich das... Jetzt sehe ich hier oben auch nichts. Ich gehe gerade einfach mal irgendwo hin. No such luck this time. That's okay. There are other ways to find Dracula. Also wir hatten kein Glück. We can also make use of event cards and character abilities to help us find Dracula. Mina Harker has an ability that allows her to discover if Dracula is in the same region as her. This can only be used if she is in the same location as another hunter. Okay, das hätten wir tatsächlich. Wie spiele ich denn jetzt? Achso, die muss ich erst bewegen. Okay. Nur von Helsing to the same... Achso, die müssen wirklich am gleichen Ort stehen. Okay. So, dann einmal zu ihr bitte. Nach Prag. Oh, schön. Now we can trigger Mina Hagers special ability. Select a special option from the... Das hier? Oder, nee. Wo muss ich denn das machen? Da. Psychic Bond. Also so psychische Verbindung, oder wie? Oh, der ist gerade in Austro-Hungria. Hungaria? Nein. Okay. So, der nächste ist dran. Wo ist denn der Ort? Das ist ja eine ganze Region, ne? Das ist ja nicht nur ein Ort. Hat er irgendwas bei Firm a Search? So, wir müssen jetzt suchen. Huch. Some item cards can be used to aid in your search. They must be declared as being used before the search action takes place. Select the stake item card. Also wir müssen den Flock hier benutzen. Okay. Weiter. Notice how encounter cards have two effects. The effect at the top is the reveal effect, triggered when the encounter is revealed. Also, you cannot ambush with this card. The hunter can become delayed to discard this card. Aristocratic Vampire. Okay. Und dann, the effect at the bottom is known as a major effect. This effect triggers when an encounter card drops off the trail as Dracula moves. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen komplizierter. Reveal this location card. Advance the influence track by 4. Then clear this hideout. Okay, das ist ja nicht schlecht hier tatsächlich. Then clear this hideout and the hideouts on the 4th, 5th and 6th base of the trail. Okay, cool. Major effects are always more powerful than the reveal effect and often raise Dracula's influence. You should try clear the encounters where possible to stop Dracula. The reveal effect of this card allows the hunter to choose to become delayed to discard this encounter. When a hunter is delayed, the next action must be spent to remove this effect. This means a lost turn for the hunter. Okay. Na gut, da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob ich es jetzt ganz verstanden habe. Das wäre sowas, das zeigt sich dann im Spiel. Wann genau man was einsetzt. Jetzt continue the hunt. Okay, wir machen weiter.
So. Sollen alle nichts machen, okay. Warum, weiß ich jetzt nicht. Jetzt ist Dracula dran. Goldeming wieder. So, es ist Tag. Jetzt können wir weitermachen. Was? Move? Okay. Wo ist der Ort? Hä? Satchit? Wo ist denn das? Die heißen alle nicht Satchit, wo ich hin kann. Da ist Satchit. Kann ich da hin? Ja. Okay. Oh nein, Ratten. The Hunter suffers two damage. Oh nein. Returns his card face up to this hideout unless the Hunter reveals a pistol or rifle. Also hätten wir eine Pistole oder Rifle, wäre okay gewesen. When a Hunter discovers a new location on the trail, Dracula can choose to ambush with the attached counter card. In an ambush, the encounter card is revealed, then its effect is resolved. Some encounter cards have extra conditions that usually offer the Hunter to opportunity to reveal items in order to reduce the effect of the encounter. Ja, haben wir mal nicht. In this case, it discards its encounter card. Naja. Some encounter cards cannot be used as an ambush, such as aristocratic vampires seen before. Ah! Okay. Huch, oh Gott, da hat er gerade den Schaden bekommen. Ja, nur noch auf 9. You have no cards eligible for revealing. Okay. So, Dracula. Okay, das war's schon wieder. Es geht weiter. Ich würde ihn auch gerne mal besiegen. Na gut. For this tutorial, you'll be playing as both. Oh, Jäger und Dracula. This is so we can properly show you how combat works. Oh, jetzt geht's ans Eingemachte. If a hunter is in the same city as Dracula, at dawn or dusk, then combat will begin. Gut, Dracula ist in Rom und Minahaka, ja. Gut, dann, was muss ich machen? Ich würde gern starten. Wie mache ich das? Ja? Gut. Ich würde gerne combatten. Muss ich da erst hin? Wahrscheinlich. Okay, Entschuldigung. Habe ich gerade nicht so ganz mitbekommen, dass ich die da bewegen muss. Dachte, die wäre schon da. Okay, so sieht also ein Kampf aus. Dodge. Habe ich noch andere Karten? Mache ich denn das hier? Punch. Also wir haben Dodge, da steht jetzt aber nicht wirklich was. Wir haben den Punch. Das ist aber eine hübsche Frau, ne? Und das war's auch. Okay. Ja, ganz ehrlich, dann nehme ich ja einfach mal den Punch. Los. Hau dem eine rein. Der sucht sich auch eine aus. Oh, Klauen. Und hier hat er noch Fledermäuschen. Okay. The engaged hunter suffers two damage. Ah, then if it is night, choose any hunter in this combat to suffer. Okay. Gut, kann ich nichts machen, oder? Ich glaube nicht. Ach so, stimmt, ich spiele ja beide. Ach Mensch, ich, sorry. Ja, komm, wir machen Fangs. So, die Fangzähne. So, wir haben unsere Sachen gewählt. To use in combat, they are placed face down. Ja, der jeweils andere sieht die nicht. And you see if you choose a card, cancels Dracula's combat card. Ach so. Also man könnte jetzt auch quasi die beiden, also ja, eine. Au. Autsch. Da hat er sie gebissen. Und er schlägt sie zurück. Schön. Schön gemacht, ne? Ist tatsächlich sehr liebevoll, finde ich hier auch, dass man das so, dass es animiert wurde tatsächlich. Habe ich jetzt noch andere Fähigkeiten? Achso, jetzt habe ich das da oben nicht gesehen. Use a punch card this round. When a hunter use a card, it won't be available for the next round. Achso, weil ich die schon benutzt habe, geht es nicht mehr. Okay. Dann müssen wir jetzt dodgen. So, jetzt können wir hier uns was Schönes aussuchen. Also use a plotting card to search for a specific card in the combat deck. Plotting? Try it out now. Plotting. Da ist Plotting. Okay, dann machen wir das. So.
schön. Jo. Okay, wir search the deck for the escape as mist card. Die sollen wir raussuchen. Die da. Gut, nehmen wir. Spannend. Wir könnten Escape machen. Dann könnten wir sogar wegrennen. Auch spannend. Können wir einfach mal a number of different ways. Achso, soll ich den nicht spielen? Na gut. Wieder Escape. Speaking of Escape. Okay, also wenn weggerannt oder gebissen oder sonst was, ist vorbei. Find and select the punch. Wir sollen punchen. Jetzt sollen wir hier den Mist spielen. Moment. Two common cards already. We can now use... Okay. Mesmerize ist auch geil. Oh, das erinnert mich an hier Vampire, was ich da gespielt habe mal. Oh. Ach Mensch. Da habe ich wieder Lust drauf. So, wie sollen wir das hier machen? This combat ends. See Dracula's Pride Ability. So. Ist vorbei. Leider. Mann, ich wollte dem doch... Naja, gut. Ich glaube, ihr wurde eher eine reingehauen als umgekehrt. Use plotting to cancel Hunter Card. Achso. Wir können die canceln. Also, wir haben ihre gecancelt. Damit. Und tschüss. So. Okay. War jetzt wenig ereignisreich. Remember, if you plan on taking down Dracula, you need to be prepared for combat. Wir müssen immer vorbereitet sein. Continue game. Achso, jetzt könnte ich hier tatsächlich quasi das Spiel weiterführen und Dracula besiegen, wenn ich wollte. Aber wir sind schon fast bei 30 Minuten. Deswegen würde ich sagen, ich werde das garantiert noch irgendwann... Ich würde gerne rauszoomen. Warum kann ich nicht rauszoomen? Warte mal kurz. Kann ich irgendwie rauszoomen? Nee, gerade irgendwie nicht. Dracula-Marker. Aha. Ach cool, ich kann selber markieren, wenn ich irgendwo den gefunden habe und sage, okay, das möchte ich mir quasi merken wahrscheinlich. Ach schön. Okay, spannend. Nee, ich will den gar nicht sitzen. Ist okay. Ich möchte wieder... Moment. Ach so, weil ich da dann auch... Okay, ich verstehe. Was bist... Das ist der... hier ist der Kamerazoom tatsächlich. So, da können wir auch rauszoomen. Ich wollte nämlich die Ansicht gerne haben beim Tschüss sagen. Ja, also ich denke, ich und Standi werden sowieso mal hier reinschauen, eine Runde spielen. Müssen aber vorher vielleicht noch ein bisschen üben. Also ihr seht, es hat ja ein paar leichte Sachen. Es wird aber auch durch die Karten dann wieder ein bisschen tricky. Man muss, glaube ich, doch ein bisschen mehr planen und machen, als ich dachte. Also es ist tatsächlich, glaube ich, nicht so einfach. Also nicht so wie, ja, zum Beispiel Flügelschlag. Ich glaube, das hier ist doch ein bisschen komplizierter. Aber das könnte spannend werden. Also vor allem, ich weiß gar nicht, wie man das dann machen kann zu zweit. Ob quasi beide die Jäger spielen. Oder ob dann auch einer Dracula sein könnte. Vielleicht geht sogar beides tatsächlich. Also vielleicht kann man entweder zusammen Jäger spielen oder tatsächlich gegeneinander. Indem einer alle Jäger steuert, einer Dracula steuert. Wäre interessant. Auf jeden Fall, wenn ich dann hier den Standi übers Feld jage oder umgekehrt. Ich glaube, das wäre sehr witzig tatsächlich. Ja, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Und ob ihr euch ja auf ein paar Runden mit mir und Standi als Vampirjäger oder als Dracula freuen werdet. Ich glaube, werde sehr viel Freude daran haben. Vor allem, wenn Standi der Vampir ist und ich den hier über die Karte jagen darf. Ich glaube, das wird sehr witzig. Also dann, ich hoffe, Türchen Nummer 4 hat euch gefallen. Und ja, bis morgen zu Türchen Nummer 5. Bye, bye.